Gerade noch hatten Christina Luft und Luca Henny ihr Glück mit der Welt geteilt, das Traumpaar hat sich kürzlich verlobt. Nun melden sich die beiden mit unerfreulichen Nachrichten zu Wort. Sie befinden sich in Quarantäne, wir melden uns mal ein bisschen ab. Uns hat es leider erwischt, verkündet Luca Henny, 27, in einer Videobotschaft, die Christina Luft, 31, am Montag, 24. Januar 2022. Via Instagram teilt, der Grund für die kleine Auszeit der beiden, sie sind an Corona erkrankt, Christina Luft, wir haben es schon vermutet, wir haben es ja schon vermutet, wir haben beide einen PCR-Test gemacht und unser PCR-Test kam positiv zurück, ergänzt die Profitänzerin, die neben ihrem Verlobten in eine Decke eingekuschelt auf dem Sofa sitzt. Sie seien schon vorher vorsichtshalber zu Hause geblieben und nun gemäß der Vorsichtsmaßnahmen in Quarantäne, erklärt sie weiter. Wir fühlen uns ein bisschen grippig, gibt Luca ein kleines Gesundheitsupdate, bevor Christina Entwarnung gibt, wir melden uns ab. Ihr wisst Bescheid, uns geht's gut, wir kommen klar, nun ist erst einmal Erholung und Bettruhe für den Musiker und die Tänzerin angesagt. Wir werden jetzt erstmal wieder gesund und melden uns danach, verspricht ein leicht angeschlagen wirkender Luca Henny. Luca Henny und Christina Luft haben sich verlobt. Nur eine Woche vor ihrer angekündigten, krankheitsbedingten Auszeit hatten der Schweizer und seine Liebste ihre Verlobung bekannt gegeben. Mit einem in Versalien geschriebenen Ja und einem roten Herz-Emoji teilte die 31-Jährige ihren rund 253.000 FollowerInnen die tollen Nachrichten mit. Auf einem Foto, das das Paar Gesicht an Gesicht vor gemütlicher Kulisse zeigte, ist auch schon der funkelnde Verlobungsring an Christinas Ringfinger zu erkennen.